My name is Albert Jekster. I am Latvian. As manager of Latvian film production, I was responsible for all photography for the free Latvian government. The film you are about to see is a true record. If the communists had caught me with it, I would have been shot. This is this story of what happened to my country, Latvia. In 1 year, one terrible year, when Latvia was invaded and occupied by the Soviets. The scenes you will see are part of history. They are past. But I ask you to look at them and think what happened to Latvia has happened to other nations. Don't let it happen to yours. Latvia is an ancient nation like Estonia and Lithuania, our neighbors on the Baltic Sea, which borders us on the north. On the south is Poland, on the west is Germany, and on the east is Russia. We Latvians have our own traditions, our own language, our own culture. Since the early 19th century, we have fought many battles for our independence. Our short history as a free nation shows that we have asked nothing of the world but peace and the freedom to enjoy it. In 1918, Latvia won its independence. At this ceremony in Riga in 1920, our first president, Čakste, is decorating some of the men who distinguished themselves in the final struggle through which we won our independence from the Russians. Our national heroes were the men who helped to make us free. In honoring them, as we are doing here in 1921, the entire Latvian people were voicing our determination to preserve and make the most of the freedom we had won after so long. Something else happened in 1921. These are starving Russian peasants who fled across the borders into Latvia. They were among the world's first refugees from the Bolshevik regime. This is 1926, a great song festival in which our entire nation participated. On the right, you see President Relander of Finland, who was Latvia's guest. Latvia is our national anthem. It was the closing song at this festival of a free people. In 1939, our beloved poet Virza wrote The Fateful Summer, which prophesied the shape of things to come for the people of Latvia and the other Baltic countries. The summer, he said, will never again be the same as it was. The Soviet Union had demanded that we enter into a mutual assistance pact with her. It was said that communist might would protect the nations on the Baltic. But we knew that the treaty would be used as a pretext for other things. In October 1939, the borders of Latvia and Estonia were forced open. The Baltic nations were to be hosts to thousands of communist troops. In Latvia, they demanded these bases. These in Estonia, and still others in Lithuania. On June 15th, 1940, the town of Maslenki was sacked. The Soviets claimed that we had attacked first. They told the world that a nation of 186 million people had to be protected from 6 million Balts. On June 16th, we received an ultimatum. Submit to total occupation or be attacked. This meant the end of independence.
June 17, 1940, they moved in to complete the occupation of all three Baltic countries. This was in direct violation of four treaties between Latvia and the Soviet Union. A peace treaty signed in 1920, a treaty of peace and friendship 1921, a non-aggression pact 1932, and the mutual assistance pact of October 1939. This pact guaranteed no interference in Latvian civil affairs. Against this armed strength, there was no possibility of resistance. On the same day, Andrei Vyshinsky came to Riga to initiate the new order. He appointed a puppet government with Augusts Kirchensteins as prime minister. Communists replaced every loyal Latvian in the cabinet. On June 21st, the jails were opened, supposedly for political prisoners. The men who were released were given uniforms and weapons. They became a new police force. On that day, the new government decreed a Thanksgiving demonstration, and the people were ordered into the streets to participate. Special Soviet envoy Vyshinsky reviewed the parade from the Soviet embassy. He promised that Latvian independence would be respected. These are Russians who have been sent in as civilian technicians with the troops. The banners and signs had been prepared by fifth columnists. These banners demanded that the Kirchensteins government seek admittance into the Soviet Union. Johannes Spuhre, second secretary of the Communist Party, formally presented the demand to the Latvian parliament. Members of the parliament had also been appointed by Vyshinsky. There were no opposing votes. The proceedings were watched carefully by members of the NKVD. On the same day in Estonia, an identical proposal was made before a new Estonian parliament, with Soviet troops supporting the communist-appointed government. Their presence in the chamber was in direct violation of the Estonian constitution. On August 3rd, Kirchensteins left Riga with a delegation to the Supreme Soviet. As the head of the new Latvian government, he was to petition for the acceptance of Latvia as a Soviet state. He was received in Moscow with all the honors befitting his mission. Similar delegations from Estonia and Lithuania would receive the same honors. This is the inside of the Kremlin. It has been very rarely photographed. The welcome for the Latvian delegation included applause from Stalin himself. The Latvian delegation, led by Kirchensteins as prime minister, was made up of communists. They were surrendering the Latvian flag for the right to fly the hammer and sickle. The audience was made up of representatives of the other states in the Union of Soviet Socialist Republics. Kirchensteins read his speech badly in Latvian. It had been written in Moscow, and he had not had a chance to study it. His audience did not understand it. They applauded on cue with machine-like precision when they heard the names of Soviet leaders. Other Soviet leaders besides Stalin were Khrushchev, Malenkov, and Zhdanov. On August 5th, 1940, Latvia joined the Soviet Union. Estonia was next. Joining in the applause were Molotov, Mikoyan, and Gaganovich. An enthusiastic demonstration speeded Kirchensteins on his way home. There is little doubt that what had taken place was a triumph of communist planning. For Kirchensteins' welcome back to Latvia, Soviet troops were the guard of honor. A red flag was flying over Latvia. It would also replace the flag of Estonia. Under the new regime, national holidays were declared at frequent intervals, sometimes as often as once a week. On these occasions, stores, factories, and offices were closed, and the people were ordered into the streets for mass demonstrations. The theme was the promise of the future, the dawning of a new era of peace and prosperity. After a while, there were two holidays a week. Latvia, as a free nation, had ceased to exist. We had been independent for exactly 22 years, 5 months, and 27 days. Our new constitution was sent from Moscow.
Kirchensteins appointed the Latvians to administer the new government. Janis Asnis, 11 sentences for felonies, released from prison June 21st, became inspector of police. Janis Buczynskis, professional thief serving 3 years and 6 months, chief of the Red Guard. Abram Zipe, housebreaker, serving a 4-year sentence, became officer in charge of housing. Zipe Gutmanis, a felon serving 3 years and 6 months, appointed prefect of the 2nd Police District. August Zelmins, burglar, serving 6 years. He was appointed chief of police of Daugavpils. Matis Bautenikers, thief serving 2 years and 1 month, was appointed chief of police of Liepāja. The new government, appointed by the communists, would govern according to directives from Moscow. Those directives bore little resemblance to the Constitution. The communist propaganda machinery went into action immediately, reaching into every aspect of our lives, telling us that we were still free and showing us the benefits of citizenship in the Soviet Union. It was obvious that the machinery had been set up and ready for a long time. Latvian movies made in Moscow replaced our own. There were a great many of them, and it must have taken months to prepare them. Radio Riga was taken over. The only news broadcasts we could receive came from Moscow in Latvian. Every newspaper in the Baltic countries had its name changed. All stories adhered strictly to the party line. Other sources of information were cut off. Our only Latvian newspapers were put out either by Russians or by Latvian communists. New books suddenly appeared in tremendous quantities and were followed by new poems and articles supposedly written by well-known Latvian writers. New plays appeared too, like this one presented for our children. The character with a long nose symbolizes the spirit of childhood. He is being given a map of the world. The red scarf is supposed to be a magic key that will give him control over the entire world. The play, to its juvenile audience, was quite believable. This is a news story denying a rumor about nationalization and promising that the rights of private property will be respected. This one, less than a week later, announces nationalization for the biggest banks and industries. What actually happened was that everything was nationalized. All assets, other than purely personal belongings, were declared to be the property of the state. And with the help of Moscow trained supervisors, everything was inventoried down to the last nut and bolt. Business was at a standstill until the inventory was complete. Personal bank accounts were confiscated. This woman was a domestic. During her entire lifetime, she had saved 4,000 lats. Under the new law, she was permitted to keep only 1,000. Workers were ordered to voluntarily lend 1 month's pay to the state. In every factory, time was set aside for the signing of pledges. Land reforms were promised and carried out. Big farms were broken up for distribution among the peasants. Each family received 10 hectares, which was not enough to live on. In order to exist, they would have to join collective farms. The papers they received were not deeds of legal ownership. Herds were divided too, but the animals still belonged to the state. Technicians and farm equipment were provided by the communists. But as soon as the crops were ripe, everything the communists could lay their hands on was shipped to Russia. The new constitution guaranteed freedom from unreasonable arrest. But on one day, June 14, 1941, 14,000 men, women, and children were shipped to slave labor camps in Siberia. One of the first victims was Karlis Ulmanis, leader of the fight for independence and last president of Free Latvia. These death sentences were found in the pockets of corpses buried in unmarked graves. We found the graves after the communists left our country.
This was the NKVD headquarters in Riga, vacated when the Nazis came in on July 1st, 1941. The cells in the basement were empty. The NKVD had left no prisoners. The next room was a torture chamber. Its walls were lined with rubber and it had its own drainage system. On this list are the names of 78 people. They were arrested by the NKVD on various pretexts. At the end of the list is the notation, not politically reliable, shoot them to death. We found their bodies and many others in a mass grave in the courtyard of the Riga City Jail. These murdered Latvians were of many different ages and from all walks of life. There were government leaders and manual laborers. Some of them had been communist fifth columnists. I was there when many of the bodies were dug up. I helped to identify them. This was Colonel Lukens, aide to President Ulmanis. This was Pastor Uedzuolinš of Riga Lutheran Church. This was Juibe, head of Latvia's high schools. This was one of the fifth columnists, I can't remember his name. This was Colonel Strepa of the Latvian army. This was Franz Kevich, a university student. I couldn't remember this one. Burials like this went on for months after the communists left, as we found new mass graves in various parts of the country. We knew that there were others that we did not find. Altogether, almost 15,000 bodies were recovered and reburied. I was there on July 6th, 1941, when this mass funeral took place in Forest Cemetery outside Riga. I was at the side of the grave among the mourners as they listened to the words of Archbishop Greenbergs. These were my people. This happened 14 years ago, but the memory is still fresh in our minds. Today, my Latvia is still occupied. After the brutal Nazi occupation, the communists returned. Those men, Vyshinsky, Khrushchev, Malenkov, Molotov, Mikoyan, Gaganovich, and others are still in control. We know that nothing will be different. We cannot forget the 50,000 of our countrymen who were killed by the communists. You have seen what they did in my country. Don't let this happen to yours. Kanzlei in den frühen Morgenstunden des historischen 22. Juni. Das Haus des Rundfunks. Die Übertragung der Führerproklamation über alle deutschen Sender wird vorbereitet. Minister.
Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verliest die Proklamation des Führers. Sie enthüllt zum ersten Mal vor der ganzen Welt die Verschwörung zwischen London und Moskau gegen Deutschland. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in 12. Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten: Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Im Anschluss an die Verlesung der Proklamation des Führers gab der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop, von Beifall unterbrochen, zum ersten Mal der in- und ausländischen Presse die deutsche Note an die Sowjetunion bekannt. Vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer schützt nunmehr deutsche Wehrmacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft Seite an Seite mit Finnen und Rumänen Europa. Italien schließt sich spontan an, ebenso die Slowakei. Auf einer Frontbreite von 2400 Kilometern vollzieht sich der größte Aufmarsch, den die Geschichte bisher gesehen hat. Die besten Soldaten der Welt sind zum Schutze der Kultur gegen die Barbarei angetreten. Der Kampf gegen den verlogenen Verbündeten Britanniens nimmt seinen Anfang. An der Front in Ostpreußen. Tarnwände werden umgelegt. Fort mit dem Grenzbaum. Nach Kovno in Litauen. Ein litauisches Grenzschild. Die Spitze halt! Die Ortschaft wird von sibirischen Scharfschützen erbittert verteidigt. Geräuchert. Die ersten Gefangenen. Gefangene Bolschewisten. Statt Soldaten ein wilder, verkommener Haufen. An allen Frontabschnitten nehmen die Operationen ihren planmäßigen und erfolgreichen Verlauf. Die Grenze wird überall kämpfend überschritten. Thank you.
Tag kämpft feindliche MG-Nester nieder. Den Pionier- und Infanteriestoßtrupps folgt dicht auf die Panzerspitze. Das schnelle Zupacken der deutschen Wehrmacht fiel trotz aller Vorbereitungen der größte Teil der Grenzbrücken unversehrt in unsere Hände. Die Gleisanlagen werden mit Bohlen ausgelegt, um die Brücke für die Kraftwagen befahrbar zu machen. Auf sowjetrussischem Boden, auf dem Boden, den der deutsche Soldat jetzt als das wahre Paradies kennenlernt. Der Weg führt an schweren deutschen Batterien vorüber, die seit dem Morgengrauen starke Grenzbefestigungen sturmreif schießen. Übergang über den Sand. Auch ein sowjetrussischer Grenzpfahl. Hier gelang es unseren Pionieren, die Brücke noch kurz vor der Sprengung zu nehmen. Sprengladungen und Sperren werden beseitigt. Das sind Sowjetsoldaten. Unterführer.
Morgenstunden des 22. Juni trat die deutsche Wehrmacht in breiter Front zum Angriff an, um die heimtückische Bedrohung des Reiches und Europas durch die bolschewistischen Verräter abzuschlagen. Diese Bilder zeigen Ausschnitte aus dem feigen Überfall der sowjetischen Machthaber gegen das kleine, tapfere Finnenvolk im Spätherbst 1939. Damals standen 4 Millionen gegen 180 Millionen. Trotzdem erlitten die Sowjettruppen schwerste Verluste. Durch harte Friedensbedingungen sollte Finnland geschwächt werden. Neue Hintergründe dieses Finnlandkrieges sind jetzt aufgedeckt worden. Die Sowjetunion wollte außerdem noch durch die Niederringung Finnlands wichtige strategische Positionen gegen das Großdeutsche Reich schaffen. 1939 bombardierten die Sowjetpiloten die offene Stadt Helsinki und zahllose andere friedliche Städte und Dörfer. Zehn Monate später. Finnland ist nicht mehr allein. Seite an Seite mit ihm steht die deutsche Wehrmacht im Kampf gegen die bolschewistischen Horden. Durch die Tundra geht es der finnisch-russischen Grenze entgegen. Der Polarkreis wird passiert. In immer kürzeren Abständen rollen die deutschen Truppentransporte heran. Deutsche und Finnen sind Waffenbrüder geworden. Überall wird unseren Soldaten ein herzlicher Empfang durch die finnische Bevölkerung bereitet. Grenzbefestigungen werden bereits in den ersten Tagen durchstoßen. Auf der Straße nach Kovno. Nach erbitterten Grenzkämpfen weichen die Bolschewisten nur allmählich zurück. Panzer nach vorn. Sie sollen der Infanterie den Weg bahnen. Bolschewisten. Die litauische Bevölkerung hilft unseren Soldaten. Thank you.
den Raume vor Kovno. Starke Kräfte der Sowjets verteidigen die Stadt. Im Kampf ist die Straße frei. Der deutsche Vormarsch geht wieder weiter. Durch brennende Ortschaften kämpfen sich unsere Truppen unaufhaltsam an die litauische Hauptstadt heran. Die litauische Bevölkerung grüßt die deutschen Truppen als Befreier vom Roten Joch. Immer breiterer Front stoßen die Verbände von Ostpreußen aus über die Memel vor. Bereits am 24. Juni, nur zwei Tage nach Beginn der Kämpfe, ist die Festung Kovno in deutscher Hand. Unter der deutschen Fahne die Flagge Litauens. Dank und Freude der befreiten Bevölkerung kennen keine Grenzen. Das nächste Ziel ist Lüneburg. Die Bolschewisten haben in den Baltenländern große Teile ihrer Kerntruppen zusammengezogen. Der Kampf ist zäh und hart. Die Vorausabteilung erhält Feuer. Die Umgebung der Straße muss systematisch vom Feind gesäubert werden. Wird durchsucht. Ein bolschewistisches Flintenweib und zwei Kommissare, die sich als Heckenschützen betätigten. Von den Bolschewisten entlassene Zuchthäusler
als Kämpfer für die Weltrevolution. Artillerie geht nach vorn. Sie folgt dicht hinter der Infanteriespitze und ist sofort zur Stelle, wenn feindliche Befestigungen den Weg sperren. Kommt die deutsche Wehrmacht als Freund und Befreier von Terror und bolschewistischer Sklaverei. Dünaburg. Zusammen mit dem Panzerkampfwagen schiebt sich die Infanterie immer dichter an die Festung heran. Haben die feindlichen Hauptstellungen durchstoßen. Kurz darauf ist Dünaburg in deutscher Hand. Das Vorgelände wird von versprengten Feindtruppen gesäubert. Die Sowjetsoldaten kommen aus ihren Verstecken heraus. Erstes Verhör. Vormarsch im Raum von Bialystok. Der ersten schweren Kämpfe. Wie bereits in den Feldzügen im Westen und Südosten sorgen auch hier unsere Pioniere in kürzester Zeit für die nötigen Brückenübergänge. Zur Fertigstellung der Brücke kann gerastet werden. Und
Vorgang über den Bug. Eine Industrieanlage, die von den Bolschewisten verbissen verteidigt wird. In diesem Gebiet wird das Schicksal jener zahlreichen Sowjetdivisionen besiegelt, die bestimmt waren, den Zentralstoß gegen das Reich zu führen. Ihr Angriff stand unmittelbar bevor. Treffer! Stellungen sind erstürmt. Gefangene werden zurückgebracht. Gleichzeitig stoßen schnelle Truppen nach Grodno vor. Ein Filmberichter bei der Arbeit. Zeichnen Brandfackeln den Weg des russischen Rückzuges. Kein Haus bleibt verschont. Die Bauern sind durch die Sowjethorden von ihren Höfen verjagt worden. Dörfer und Felder wurden in Ödland verwandelt. Fliegt die deutsche Luftwaffe neuen Zielen entgegen. Immer länger, immer dichter werden die Kolonnen der Gefangenen. Zwei Welten. Den siegreichen, disziplinierten deutschen Truppen begegnet der geschlagene Feind. Stumpf und teilnahmslos sind die Mienen dieser gefangenen Sowjethorden. Mit diesem Gesindel wollte Moskau Europa bolschewisieren. Halt! Vor uns eine stark befestigte Bunkerlinie. Artillerievorbereitung gehen Sturmpioniere vor.
den Bunker. Zäher Widerstand. Ist entschieden. Artillerie, Infanterie und Pioniere haben ganze Arbeit geleistet. Im Vormarsch auf Lemberg. Auch das sind sowjetrussische Straßen. Zeigt Spuren schwersten Kampfes. Bayerische Gebirgsjäger, die gleichen Truppen, die schon im Herbst 1939 heldenhaft um Lemberg gekämpft haben, eroberten auch diesmal wieder die Stadt. Die ukrainische Bevölkerung empfängt unsere Soldaten begeistert als Befreier vom Blutterror des Bolschewismus. Die jüdischen Agenten der GPU hatten kurz vor der Räumung der Stadt unzählige wehrlose ukrainische Nationalisten viehisch hingeschlachtet. Tausende unschuldiger Männer und Frauen fielen dabei dem bolschewistischen Blutrausch zum Opfer. Vor dem Lemberger Untersuchungsgefängnis. Hier verübten diese Bestien in Menschengestalt die grausigsten Mordtaten.
Um die Spuren ihrer unbeschreiblichen Verbrechen zu verwischen, steckten sie beim Herannahen der deutschen Truppen das Gefängnis in Brand. Das Feuer wurde jedoch gelöscht. Und so konnte diese ungeheuerliche Untat restlos aufgedeckt werden. Die Opfer dieser bestialischen Mordlust werden zur Identifizierung herausgetragen. Männer und Frauen, Kinder und Greise, nichts entging diesen Ungeheuern in Menschengestalt. Mit Messern, Äxten, Handgranaten und Maschinengewehren wurden diese unschuldigen Opfer bolschewistischer Mordgier grausam gemartert und hingeschlachtet. Mordgesindel, mit den GPU-Agenten Hand in Hand gearbeitet hatte, wird von der empörten Menge den deutschen Truppen zur Bestrafung ausgeliefert. Eine grauenerregende Auslese von Lemberger Sowjettypen. Plünderer, Marodeure, in der Hauptsache Juden. Das sind die Bundesgenossen Churchills und seiner Plutokratenklique. Mit den Gipskitsch. Die befreite Bevölkerung klatscht begeistert Beifall. Kampfflugzeuge stoßen vor. Das Ziel sind wichtige Nachschubstraßen und Industriewerke in der Ukraine. Klar zum Bombenwurf. Die ersten Bomben haben gesessen. Und hier Bomben auf das Flugzeugwerk Bolschewik. Die gestellte Aufgabe ist restlos erfüllt. Vorwärts vom Bialystok. Hier schlugen unsere Truppen eine Entscheidungsschlacht von weltgeschichtlichem Ausmaß. Über die Sowjetarmeen, die hier bereitgestellt waren, den Zentralstoß gegen Deutschland zu führen, ist ein furchtbares Chaos hereingebrochen. Die in mehreren Kesseln eingeschlossenen Bolschewiken leisten verzweifelten Widerstand. Er wird von unseren Truppen nach kurzer Zeit gebrochen. In diesem Gehöft hatten sich Heckenschützen und versprengte Sowjetsoldaten eingenistet. Hier werden sie herausgeholt. Auf dem Wege nach Minsk. Die Sowjets haben stärkste Panzerverbände eingesetzt, um die deutschen Truppen aufzuhalten. Artillerie und Panzer kämpfen die Straße wieder frei. Werden gesäubert. Zu Tausenden strömen die Gefangenen heraus. Unsere Spitze kämpft sich weiter vorwärts. Überall ausgebrannte sowjetische Panzer.
In der Zeit vom 22. Juni bis zum 1. Juli wurden annähernd 5.800 bolschewistische Panzerkampfwagen vernichtet oder erbeutet. Wieder muss die Spitze halten. Neue sowjetische Panzerverbände greifen an. Pack geht in Stellung. Dieser ist schnell erledigt. Schlag auf Schlag geht es weiter. Die Bolschewisten können die Umklammerung nicht mehr sprengen. Neue Gefangene kommen heran. Artillerie geht in Stellung. Eine weitere Welle von Sowjetpanzern ist gemeldet. Der deutsche Vormarsch ist nicht mehr aufzuhalten. Schon stehen unsere Truppen vor Minsk. Rechts und links der Straße brennende Sowjetpanzer. Das Vernichtungswerk ist vollkommen. Die Zahl der Gefangenen wächst in die Hunderttausende. Über 70.000 Mann der westlich Minsk eingeschlossenen Sowjettruppen streckten, nachdem sie ihre politischen Kommissare erschossen hatten, die Waffen. Das sind die bolschewistischen Menschheitsbeglücker, die die Brandfackel der Weltrevolution nach Europa tragen sollten. Frontabschnitt eilen die Geschwader unserer Luftwaffe den Erdtruppen weit voraus und treffen den Feind bereits in seinen rückwärtigen Verbindungen. Zerstörer vom Typ Me-110. Angriff auf einen feindlichen Flughafen. Maschinen werden am Boden vernichtet. Diese Zeitlupenaufnahmen wurden mit einer eingebauten Kamera gemacht. Thank you.
bolschewistischer Bomber. Er kann unseren Zerstörungen nicht mehr entkommen. Stürzt der Bomber in die Tiefe. So wurden bis zum 1. Juli fast 4.800 Flugzeuge der bolschewistischen Luftwaffe vernichtet. An der Front in Litauen. Auch im Raum um Kowno hatten die Sowjets zum Stoß nach Westen starke Verbände bereitgestellt. Deutsche Truppen rücken vor. Bei ihrem Rückzug steckten die Sowjets, wo sie auch Gelegenheit dazu fanden, alles in Brand. Stalin gab in einem Aufruf an die Sowjets den Befehl, bei Annäherung der deutschen Truppen Getreidevorräte, Dörfer und Städte durch Feuer zu vernichten. Der bolschewistische Rückzug wird damit zu einer einzigen Brandfackel. Das nächste Ziel ist Vilna. Artillerie hat die Straße nach Vilna, die von sowjetischen Panzern gesperrt wird, freizukämpfen. Eine Vorausabteilung umgeht die Straße und schneidet den Bolschewisten den Rückzug ab. Die Straße ist wieder erreicht. Die Bolschewiken werden im Rücken gepackt. Ein Panzer wird ausgeräuchert. Die Besatzung wollte sich nicht ergeben. Der Weg nach Vilna ist wieder frei. Die Infanterie hat Tag um Tag ungeheure Marschleistungen zu vollbringen. Vor Vilna. Auch hier empfängt die litauische Bevölkerung unsere Soldaten voll freudiger Begeisterung über ihre Befreiung. Die Sowjets mussten Hals über Kopf die Stadt räumen. Vilna zeigt kurz nach dem Einrücken unserer Truppen wieder friedliches Leben. Fläche eines abgeschossenen Sowjetbombers an der Straße nach Dünaburg als Wegweiser für die Verbände der Waffen-SS. Dünaburg ist erreicht. In schnellem Vorstoß nach Osten wird die Stadt durchschritten. Überall Spuren des bolschewistischen Rückzuges. Das ist die Straße nach Riga. Unsere Panzer fielen überraschend über die sowjetischen Kolonnen her
bevor diese noch zum Gegenstoß eingesetzt werden konnten. Die Spitze unserer Truppen hat Riga erreicht. Das westliche Ufer der Düna wird sofort besetzt. Jenseits der Düna die Altstadt. Dort haben die Bolschewiken stärkste Kräfte bereitgestellt, um die Bildung eines Brückenkopfes zu verhindern. An dieser Stelle erwarteten sie den Übergang der deutschen Verbände. Inzwischen aber wurde 10 Kilometer südlich von Riga überraschend der Übergang über die Düna erzwungen. Der Stadtrand von Riga ist in deutscher Hand. In wenigen Stunden ist die Stadt vom Feinde frei. Sofort werden Löschkommandos eingesetzt, um eine Ausbreitung der von den Sowjets bei ihrem Rückzug angelegten Brände zu verhindern. Zum dritten Male seit 1917 eroberten deutsche Soldaten Riga, diese alte Hansestadt, die in ihrer 700-jährigen Geschichte immer wieder ihre enge Verbundenheit mit dem Deutschtum bewiesen hat. Der Einmarsch unserer Truppen vollzieht sich unter dem Jubel der Bevölkerung. Rast nach schweren Kämpfen. Bomben für unsere Stukas. Ein Kriegsberichter begleitet das Geschwader auf seinem Angriff im Raum von Libau. Das Einsatzziel ist erreicht. Stukas stürzen sich auf vormarschierende Kolonnen und befestigte Stellungen. Feindliche Panzer. Der baltischen Front. Einmarsch in Riga. Über diese Straße verließen die Sowjets fluchtartig die Stadt. Auch diese alte deutsche Hansestadt wurde von den sowjetischen Mordbrennern nicht verschont. Jahrhunderte alte Kulturdenkmäler gingen in Flammen auf. So sieht der Krieg aus, den die Bolschewisten über Deutschland und ganz Europa bringen wollten.
Die faulenzenden Juden werden sofort zu den Aufräumungsarbeiten herangezogen. In der Umgebung von Riga, in diesem Schuppen, fand man die grausam zerstückelten und verstümmelten Leichen lettischer Nationalisten. Sie wurden von den GPU-Agenten in bestialischer Weise gequält und abgeschlachtet. Mit diesen grauenvollen Mordtaten hat der Bolschewismus der Welt wieder einmal sein wahres Gesicht gezeigt. Die Bevölkerung gegen die feigen, meist jüdischen Mordbuben kennen keine Grenzen. Hier werden die Schuldigen an dem namenlosen Unglück ungezählter Menschen von den erbitterten Angehörigen gestellt und dem verdienten Strafgericht ausgeliefert. Die Synagoge von Riga, die von den GPU-Kommissaren bei ihrem Zerstörungswerk wie überall anderswo verschont worden war, ging wenige Stunden später in Flammen auf. Auf der Vormarschstraße nach Jonava, einem heiß umkämpften Ort im südlichen Litauen. Sturmgeschütze gegen schwere feindliche Befestigungen. Auch Panzerjäger greifen ein. Haubitzen nehmen entferntere Ziele unter Feuer. Ganze Teile von Jonava stehen bereits in hellen Flammen. Aber der Feind verteidigt sich mit Zähigkeit und will seine Stellung nicht aufgeben. Die Stadt wird umgangen. Ein Ausfall der Bolschewisten soll diese Operation verhindern. Bricht im Feuer der deutschen Infanteriewaffen zusammen. Kämpfen sich unsere Truppen an Jonava heran. Hinter jeder Straße, jedem Haus lauert der Feind.
Endlich ist der Widerstand gebrochen. In deutscher Hand. Ein Bild der Vernichtung. Was durch die Kämpfe verschont blieb, wurde von den Sowjethorden bei ihrem Rückzug zerstört. Nur die Synagoge blieb auf Anordnung der jüdischen GPU-Kommissare völlig unversehrt. Das Judenviertel von Jonava, das gleichfalls nach dieser Anordnung verschont wurde, wird gesäubert. Auch hier terrorisierte das jüdische Gesindel im Bunde mit den GPU-Agenten die litauische Bevölkerung in der furchtbarsten Weise. Jüdische Ghettotypen, Abschaum der Menschheit. Auf der Vormarschstraße nach Schaulen. Die Abteilung sichert in breiter Front die Umgebung der Straße. In diesem Abschnitt befinden sich starke bolschewistische Befestigungen. Die deutschen Verbände sammeln sich zum Angriff. Pioniere haben sich an die Befestigungslinie herangekämpft und räuchern mit Flammenwerfern die einzelnen Bunker aus. Auch diese Stellung ist erledigt. Artillerie belegt die letzten schweren Befestigungen vor Schaulen mit ihrem Feuer. Unter dem massierten Einsatz der deutschen Waffen haben die Sowjets Schaulen geräumt und sich fluchtartig zurückgezogen. Durch das schnelle Zupacken unserer Wehrmacht wurde auch hier den bolschewistischen Mordbrennern das Handwerk schnell gelegt. Die Bevölkerung dankt ihren Befreiern. Die neueste Nummer der Frontzeitung. Mit dem Stalin-Bild. Vormarsch in glühender Sonnenhitze auf Libau. Das Munitionsdepot wird unter Feuer genommen. Vor Libau. Die Bolschewisten leisten überall noch zähen Widerstand. Straße um Straße muss kämpfend genommen werden.
Ein Lautsprecher der PK wird in Stellung gebracht. Die Sowjetsoldaten werden noch einmal aufgefordert, sich zu ergeben. Всякое сопротивление бессмысленно. Давайтесь! Всякое сопротивление бессмысленно. Давайтесь! Die Bolschewisten haben sämtliche Löschgeräte in Libau vernichtet, dann alles in Brand gesteckt. Kriegsberichter bei der Arbeit. Sie geben der Heimat ein Bild von dem Inferno, das von den Bolschewisten über diese Stadt heraufbeschworen wurde. Libau steht in Flammen. Die Sowjets überließen die Stadt ihrem Schicksal und ergriffen die Flucht. Der deutsche Vormarsch geht unaufhaltsam weiter. Die gewaltige Angriffsfront der bolschewistischen Streitkräfte ist durchstoßen und zersplittert. Der deutsche Soldat hat sich schon jetzt im Kampf gegen den bolschewistischen Weltfeind unvergängliche Verdienste um die Rettung Europas erworben. Auf Reval. Die Sowjets hatten das Gelände rings um die Stadt stark vermint. Vorsichtig beseitigen die Pioniere die Minen und machen sie unschädlich. In zähem Kampf arbeiten sich die deutschen Truppen an die Stadt heran. Die Bolschewiken sind auf engem Raum zusammengedrängt und wehren sich mit dem Mut der Verzweiflung. Aber ihr Widerstand ist vergeblich. Reval. Wieder ist eine alte deutsche Ordens- und Hansestadt der Ostseeländer von unseren Truppen genommen. Durch den schnellen Vorstoß konnten viele deutsche Kulturdenkmäler vor der Zerstörung durch die Sowjets bewahrt werden. Die Bevölkerung grüßt unsere Soldaten als Befreier vom bolschewistischen Joch.
Vorstoß nach Baltisch Port, dem sowjetischen Kriegshafen am Eingang zum finnischen Meer. Bei Reval ist die sowjetische Transportflotte, mit der die Bolschewiken zu fliehen versuchten, in deutsche Minenfelder geraten. Von der Küste aus wird sie zugleich von unserer Artillerie unter Feuer genommen. Am Horizont die Rauch- und Dampfwolken der brennenden und sinkenden Schiffe. Stukas vollenden dieses gewaltige Zerstörungswerk. 17 Kriegsschiffe und 43 Transporter wurden vernichtet. 54 weitere Einheiten schwer beschädigt. Die bolschewistischen Divisionen, die in Estland kämpften, sind aufgerieben. Die Schlacht um Reval und Baltisch Port wurde für die Sowjets zu einem Dünkirchen der Ostsee. Die Rückzugsstraßen sind mit zurückgelassenen Waffen und Fahrzeugen übersät. Die Vernichtungskommandos der fliehenden Bolschewiken arbeiteten fieberhaft, um alles noch brauchbare Kriegsmaterial zu zerstören. Sowjetisches Küstengeschütz. Der größte Teil der Bolschewiken geriet in Gefangenschaft oder kam in den Fluten der Ostsee um. Nach Abschluss der Kämpfe wurden rund 12.000 Gefangene gezählt. Im Raume von Petersburg. Einsatzbesprechung. Kampfgeschwader sollen rückwärtige Verbindungen der Sowjets mit Bomben belegen. Eine wichtige Brücke ist zerstört. Angriff auf sowjetische Vormarschstraßen und Truppenansammlungen in den Wäldern um Petersburg. Unter uns bolschewistische Stellungen. Die deutschen Bomben schlagen mit vernichtender Wirkung ein. So sieht es nach einem Angriff unserer Luftwaffe aus. Hier kam kein Bolschewik mit dem Leben davon. Die blutigen Verluste der Sowjets sind nicht mehr abzuschätzen. In den Bunkerfeldern zwischen der Luga und Petersburg. Verbände des Heeres und der Waffen-SS räuchern die einzelnen Widerstandsnester aus.
Sturmbooten wird ein Flusslauf genommen. Am anderen Ufer geht es im Sturm weiter vorwärts. Bunker um Bunker wird niedergekämpft. Sie waren als Bauernhäuser getarnt. Die Besetzung von Petersburg schreitet planmäßig fort. Die Stadt, in der nach Meldungen des Moskauer Rundfunks alle Häuser in Festungen verwandelt wurden, liegt bereits unter dem Feuer der schweren deutschen Artillerie. Nach der Einnahme durch unsere Truppen. Überall Spuren der deutschen Luftangriffe, die den Sturm auf die Insel eröffneten. Die alte deutsche Ordensfeste auf Ösel. In den Burgkellern wurden die entsetzlich verstümmelten Leichen zahlreicher Estländer gefunden, die der Mordlust der GPU-Schergen zum Opfer fielen und einen furchtbaren Foltertod sterben mussten. Hier sieht man die Untaten jener christlichen Soldaten, die Churchill und Roosevelt zum Schutze der europäischen Kultur aufgerufen haben. So steht es in Wirklichkeit um Religion und Kultur in der Sowjetunion, in der nach einer jüngsten Erklärung Roosevelts die Freiheit des Glaubens und der religiösen Betätigung verfassungsmäßig gesichert sein soll. Typen aus dem Gefangenensammellager auf Ösel. Dieses Gesindel war an den grauenvollen Mordtaten mitbeteiligt. Das ist der grausame, bestialische und tierische Gegner, von dem der Führer in seiner großen Rede sprach. Após a queda de Reval, os soldados alemães conquistam Dagu e Ösel. Eis que os sapadores de assalto iniciam o ataque.
limpa do inimigo em combates encarniçados e isolados. A capital da ilha Ösel encontra-se nas mãos dos alemães. Rompida a linha Stalina no setor norte, por meio de ataques arrojados, os grupos dos exércitos General Feldmarschall Leonards conseguiram abrir caminho para o norte e continuar o seu avanço entre os lagos Filme e Paipol. A artilharia concentra o seu fogo sobre Novgorod. Entretanto, as tropas aproximam-se cada vez mais do seu objetivo, a velha cidade hanseática de Novgorod, que pouco depois é tomada. Sobre Narva. É-se obrigado a atravessar por grandes quedas de água e perigosas cachoeiras. Eila, Narva. Também esta linda cidade devia ser completamente destruída por ordem de Stalin. Bairros inteiros são pastos de chama. Agora o quartel-general do comandante em chefe da arma aérea alemã, onde se encontra o marechal do Reich Hermann Göring. É deste local que emanam as ordens que regulam a atividade da aviação alemã nos diferentes setores. Já nas primeiras 6 semanas desta gigantesca luta que o Reich leva a efeito contra o monstro bolchevista, a sua arma aérea conseguiu alcançar uma incontestável supremacia aérea no espaço soviético, pois que mais de 9 mil aviões bolchevistas foram destruídos no sol, abatidos ou capturados. Conjugando a sua atividade com o avanço do exército alemão, as formações da arma aérea alemã atacam concentrações de tropas e pontos de entroncamentos soviéticos. Soviéticos. Os seus ataques são repelidos pelos aviadores de bordo dos aviões de combate alemães. Abatendo caça por caça, os aviadores do Reich obtiveram, num curto espaço de tempo, a supremacia aérea. Thank you.
Tagasi Riiga. Vastuvõtt Riia jaamas. Riia ülikooli aulas toimub pidulik jumalakäijat noorte tööteenistuslastega. Sel pidulikul hetkel, kust võtsid osa ka vabatahtlike omaksed, Saksa riigitööteenistuse 15. gruppi juht, Oberarbeitsführer Koh, jätab jumalaga tööteenistuslastega ja soovib parimat edaspidises töös ja elus. Kindralkomissar riiginõunik Dr. Dressler tänab Läti vabatahtlike tööteenistuslasi nende eeskujuliku käitumise, distsipliini ja kohusetunde eest.